So, herzlich willkommen wieder hier zurück bei SimCity 5. Letztes Mal haben wir, glaube ich, ich kann mich nur dunkel, sehr dunkel, richtig dunkel dran erinnern. Ich glaube, den Bahnhof hier gebaut und die Schiene da unten durchverlegt. Ich glaube, das stimmt soweit. Aber sieht immer noch, ich finde das richtig cool, wie der Zug da reinfährt, dort rauskommt, hier gehen die Sims rein. Die wollen, glaube ich, hier alle zu den... Oh, ja. Wir machen richtig, richtig cool Profit. Ah, da stehen die Züge, Schlange. Okay. Kein Problem. Wird... Was machen die? Machen die gerade ein Rennen? Die machen bestimmt gerade ein Wettrennen. Ich glaube schon. Ja, die machen gerade ein Wettrennen. Die machen eins. Ja, der gewinnt. Auf den habe ich auch gewettet. Haben wir schon eine Forschung laufen? Ja, die Akademie, also Upgrade 3. Für die Akademie. Das Casino läuft gut. Das hier läuft, welches läuft besser? 12.000? 5.000? Also das unten läuft besser, aber das oben wird... Das kommt dann auch noch in Fahrt wegen dem Bahnhof. Da kommen ja sehr, sehr viele, 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 viele Sims in die Stadt geflogen. Wollen hier überall hin. Schwebebahnnetz ist ausgebaut. Manchmal wünschte ich, ich könnte die ganzen Touristen einfach ins All schießen. Keine Sorge. Das werden wir auch irgendwann mal machen. Ich würde gerne mal wieder zur Schule gehen. Haben wir nicht schon eine... Wir haben doch eine Schule. Wir haben eine Schule. Ist sie da nicht angebunden? So. Da freut sich nur einer. Naja. Wie geht es dem... Okay. Und hier so? Okay. Was wollen die? Die Häuser sind immer im Weg. Die einzelne Polizeiwache schafft die Arbeit allein nicht mehr, Bürgermeister. Wir sind jetzt eine große Stadt. Es ist wohl Zeit, den Service auszubauen, aber zack, zack. Wir haben jetzt Zugang zum Polizeirevier. Damit können wir auf die neuesten Hilfsmittel zurückgreifen, um Verbrecher zu fangen. Es ist immer eine gute Idee, in die Polizei zu investieren, Bürgermeister. Diese Stadt muss eins lernen. Verbrechen lohnt sich nicht. Das meine ich aber auch, meine Liebe. Naja, meine Stimme kann ich auch schön in der Stimmlage hoch und tief versetzen. Habt ihr, glaube ich, gerade gehört? Hier laufen aber ganz schön viele Sims rum. Die wollen alle hierher. Aber ich finde das... Also ich finde es voll cool gemacht hier, SimCity 5. Ich finde die Kleinstadt hier wunderschön. Ich will eigentlich gar nicht mehr bauen. Ich will einfach nur hier so rumlaufen. Schauen, was die Sims machen. Warum 50.000 an einer Ampel auf einem Platz stehen? Die joggen da durch den Park. Ach, einfach nur wunderschön. Ich finde das schön. Hier ist auch alles schön. Wunderbar. Wartezeit 14 Minuten, das geht ja noch. Ah, lalala. Wenn nicht, dann können wir da nochmal einen Bahnhof hinbauen. Was will der? Wirklich ungeheuerlich. Voll die... Was? Die voll diese... Oh. Zweiter Bahnhof wird wahrscheinlich bald nötig sein. Es tut gut, mit Ihnen zu reden, Bürgermeister. Ich hoffe, es läuft alles gut. Wir haben da etwas, wobei wir wirklich Ihre Hilfe gebrauchen können. Die Gemeinde bräuchte einen Versammlungsort. Einen Ort für die Andacht. Wir würden es wirklich zu schätzen wissen, wenn Sie uns dabei helfen können. Doris, was ist das? Ist das eine Kirche? Stellen Sie eine Kulturstätte auf. Genau, ja. Ich bin so schlau. Ich bin wirklich so schlau. Wir haben hier diese ganzen Sachen. Kulturstätte, ja. Und wir haben nichts davon jemals gebaut. Nichts.
Müssen wir mal machen. Am besten froschen wir hier mal. Oder sollen wir da das Ding hinfroschen? Nein, 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 nein. Ich würde bevorzugen, wenn ich hier eine Straße reinziehe. So ungefähr. Und dann diese Kirche hierhin. Oder dahin, hierher, dahin. Doch, ich platziere die Kirche dahin. Dann haben die Leute auch nicht weit zu laufen. Da können sie raus. Hier können sie her. Da können sie zum Beispiel auch mit der Spielbahn rumdüsen. Stellen sie eine Kulturstätte auf. Okay. Was jetzt noch? Sorgen sie dafür, dass 240 Sims der oberen Einkommensschicht eine Kulturstätte besuchen? Sorgen sie dafür, dass an einem Tag 240 Sims der oberen Einkommensschicht eine Kulturstätte besuchen? Das Gleiche. Ach nee, 200. Ah, das schaffen wir bestimmt gleich. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Okay. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das soweit so gut funktioniert. Können wir hier theoretisch da hier noch einen hinbauen? Ja, das geht, aber das sieht, glaube ich. Ach, wir können hier noch ein. Das sieht ein bisschen komisch aus. Oder? Können wir hier eine Abzweigung machen? Oh nein. Nein. Jetzt sprüht gerade wieder meine Pumpe. Aber die müsste in 10 Sekunden aus sein. Das tut mir jetzt wirklich wieder voll leid. Und ich habe Heuschnupfen. Ich halte gerade wieder einen heftigen Nieser an. Wie mache ich das jetzt hier? Wenn ich hier nochmal die Schienen dann erweitern würde. Wann geht die Pumpe aus? Jetzt. Okay. Wenn ich hier die Schienen nochmal erweitern würde, dann könnte ich hier theoretisch noch ein. Theoretisch und praktisch. Ah, da sieht man die Schienen. Cool. Noch einen Bahnhof hinbauen. Das dann auch so verbinden und so. Haben die Feierabend? Wahrscheinlich. Das wäre eine richtig gute Idee. Und hier kann ich dann zum Beispiel noch von der Akademie hier so ein paar Sachen hinbauen. Hier noch. Hier baue ich halt dann so Grabstätten hin und so. Wird dann schon alles funktionieren. Hier die ganzen Leute, der ganze Ansturm. Ach, wie schön, dass die Musik angestellt hat. Eingeschalten hat. Ich kann auch schon nicht mehr reden. Naja. Ich habe mir vorgenommen, heute auch eine halbe Stunde statt immer nur 15 Minuten aufzunehmen, weil ich finde das wirklich. Die laufen durch die. Naja. Mir egal. Es soll mich nicht stören. Okay, ja, ich nehme halt jetzt länger auf als immer nur 15 Minuten, weil ich sonst immer wieder reinkommen muss in das Spiel. Und ich trainiere auch gerade besser zu reden, lustiger zu sein und mehr zu machen. Das ist mein großes Ziel und das versuche ich auch. Und ich hoffe, es funktioniert. In diesen 4, also im neuesten Video von Sims 4 habe ich das mal versucht. Bloß, ja, da bin ich mal gespannt, wie das ankommen wird. Wenn das so weitergeht, muss ich noch auf dem Dach mitfahren. Ach du meine Güte. Warum kommen denn da so viele Züge? Was ist hier? Kommen viel zu viele Züge. Viel zu viele Züge. Können wir hier noch einen Bahnhof weiterhin bauen? Oh. Da. Bar Hilfe. Nee, das geht nicht. Aber hier könnte ich noch mal einen hinbauen.
Ich hatte ja sowieso den Plan. Den könnte ich jetzt mal machen. So reiße ich das Ding hier ab. Schienen. So. Bahnhof. Zu wie viel kostet der? 40.000. Dann spare ich noch mal kurz. Was auch ein bisschen down könnte, ach egal. Ich spare einfach noch mal kurz. Da kommen aber viel zu viele Züge. Meine Güte. Werden ja immer mehr Leute. Hoi. Gleich. Was haben die? Einbruch in der Dunkelheit. Die haben hier doch überall Polizeikräfte. Das dürfte nicht so schwierig sein, da ein paar Verbrecher zu schnappen und die in der Gitter bringen. Zu bringen. So. Jetzt mache ich hier noch einen hin. Den verbinde ich jetzt so. Das funktioniert schon mal soweit. Okay, und dann? Funktioniert besser, als ich gedacht hätte. Viel besser, als ich gedacht hätte. Weil hier können jetzt doppelt so viele Züge herfahren. Ja, also ich fände das ein bisschen übertrieben, aber naja. Ich finde es übertrieben lustig. Wir können hier eigentlich dann noch so einen Bahnübergang machen. So geht das nicht. Aber so könnte es gehen, oder? Macht das hier denn was? Nö, das ist dann sogar noch eine Abkürzung. Ach, wie cool. Ach, jetzt mal wieder. Normale Geschwindigkeit hier. Ist hier noch frei und hier und da. Ach, vergesst es, ich laufe. Mein Kätzchen ist auch gerade dort gekommen, aber das ist ja voll cool. Also, ich feiere das gerade. Ich feiere das gerade wirklich, wirklich cool hier. Da kommen die ganzen Züge her. Da, die Straße habe ich ja hier so schön verbunden. Mit dem Bahnübergang, mit den zwei Bahnhöfen. Ich finde das wirklich cool. Ich musste gerade, also ich finde das gerade genial. Ich finde das gerade einfach nur cool. Könnte man auch ein paar Bäume hinmachen, oder? Oder. Bäume, Natur. Ah, das kostet ja auch was, Bäume wegzumachen. Das ist ja Betrug. Da haben die das in City Skylines wesentlich. Ach du meine Güte. Warum sind hier so viele Leute? Wahrscheinlich wegen den Bahnhöfen hier, oder? Aber okay, ich finde das voll cool. Was macht die hier? 36% sind die jetzt alle. Sind die jetzt alle weg, um hier zu arbeiten? Na, vielleicht ist der Job hier besser. Als sonst woanders. Hab gerade meinem Kätzchen gewunken. Da hängt nämlich so ein schöner Spiegel am Schrank. Ja, Kätzchen? Mhm. Ich komme dann auch gleich zu dir. Wart noch. Ja, gell? Hier? So. Ich schwul mal ein bisschen vor, bis wieder Tag ist. Also ich finde das hier wirklich genial. Richtig genial. Mhm.
Aha, ich musste gerade. Oh, Müllproblem. Trümmer, zwar. Warum sind da Trümmer? Nicht genug Lieferungen. Ach so, ja. Die Herrschaften brauchen. Jetzt habe ich hier das Ding noch abgerissen. Nein. So. Wunderbar. Dort im Himmel, ein Vogel. Nein, ein Flugzeug. Moment, das kann nicht sein. Wir haben doch gar keinen Flughafen. War das gerade ein Witz oder irgendwas? Okay. Ja, jetzt kommen hier wieder die ganzen schönen Zügchen. Es wäre aber cool, wenn die bis hierhinter stehen würden. 2539. Leute, kommen da eigentlich noch mehr Züge? Okay. Irgendwie fahren die außerhalb viel schneller als hier drin. Da. Naja, ich weiß es nicht. Ja, jetzt sitzt gerade mein Kätzchen neben mir. Ach, wie schön. Hallo, Kätzchen. Leider habe ich keine Webcam, wo ich es reinzeigen könnte. Naja, aber ich finde das hier einfach nur genial. Genialo. Schule. Klassenzimmer voll. Hier ist die Schule. Okay. Oh, jetzt muss es gerade. Und schnurrt. Ach ja, wie schön. Ich müsste es aber gerade von meinem Zimmer rauslassen. Nein, es liegt da. Es liegt da auf meinem Schreibtisch. Ja, hallo, wie geht's so? Wunderbar. Das ist so schrecklich. Naja, meine Ordnung ist kaputt auf dem Tisch. Überall Staub, überall Haare. Naja, was soll's. Hauptsache, meinem Kätzchen geht es gut. So, wie viele kommen da hin, wie viel hier hin? Also hier kommen noch nicht sehr viel hin. Jetzt schmeißt das Zeug nicht runter. Jetzt hat er. Also, mein Kätzchen heißt Morle. Und jetzt hat der sich gerade auf meine Süßigkeiten gesetzt. Und diese Dinger werde ich ganz bestimmt nicht mehr essen. Ja, schön gemacht, Kätzchen. Naja. So. Müllproblem. Kriegen wir kein Müll von irgendwo aus, als ab der. Ja, so abgedeckt. Da. Warum kommt dann keine Müllabfuhr? Warum kommt dann keine Mülleimer? Zur Stadt ganzen. Was? In der ganzen Stadt liegt Müll verscheut. Da kann ich ja nichts für, mein Lieber. Ich bin Bürgermeister und kann nur ihr Geld einnehmen. Geld, wo ist es eine Casino? Da ist es. Naja. Was soll's. Ich nehme heute doch nur 15 Minuten so in etwa auf, weil ich gerade gesehen habe und mich erinnert habe, ich muss so andere Sachen ganz dringend machen, die ich vergessen habe. Naja, ich mache dann jetzt ein Aufnahmepäuschen und wir sehen uns. Ich speichere noch kurz. Spiel speichern. Jawohl. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, falls mein Schreibtisch noch ganz ist. Also dann, tschüss.